Ja, vielen Dank. Herr Grumbach, zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Abg. Manfred Pentz, CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich deswegen noch einmal zu Wort gemeldet, werter Herr Grumbach, weil ich die Ausführungen bzw. das, was Sie hier eben erklärt haben oder einfach vor sich hergeredet haben, so nicht stehen lassen kann. Ich kenne Sie jetzt schon ein bisschen länger hier im Parlament und muss ganz offen gestehen, dass ich Ihnen eigentlich mehr zugetraut hätte als hier so eine derartig flache und laue Rede, in der Sie bisher der Einzige im gesamten Plenum waren, der zur Sache gar nichts gesagt hat, aber auch gar nichts. Und meine Damen und Herren, deswegen will ich das offen ansprechen. Lieber Herr Grumbach, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, hier werden Wahlkampfreden gehalten, und wenn Sie sagen, die AWO wird unter Generalverdacht gestellt, dann muss ich das zurückweisen. Sowohl ich habe mehrfach in meinen Reden immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO Besonderes leisten. Und der Kollege Schad hat das eben in seiner Rede auch getan, und zwar nachdrücklich. Und deswegen, meine Damen und Herren, wird man schon einmal sagen dürfen, dass gerade die Sozialdemokratie sozusagen der selbsternannte Gralshüter des Sozialen den moralischen Anspruch hat, heute über alles im Parlament zu reden, nur nicht zur Sache. Und gerade im jetzigen Moment erklärt Ihr OB Feldmann, der schwer ins Schlingern geraten ist in dieser AWO, ich sage jetzt einfach mal in diesem AWO-Sumpf, das muss man leider sagen, momentan erklärt der OB Feldmann, ich habe es eben im dpa gelesen, dass er sich jetzt erklärt als erster gläserner OB, der in Zukunft seine Steuererklärung offenlegen will und der ab Oktober seinen Kalender offenlegen will, komischerweise nicht die Zeit davor, als es darum ging, was er versemmelt hat mit AWO und etc. Und es wird doch wohl auch einmal gesagt werden dürfen, Herr Grumbach, in diesem Parlament, dass dieser OB Feldmann, der sich selbst als Robin Hood von Frankfurt aufschwingt, dass dieser OB selbst entschieden hat, nach einer langen Salamitaktik zu sagen, ich zahle einen Betrag zurück, den meine Frau möglicherweise zu viel bekommen hat. Ja, wer entscheidet denn das? Das hat weder eine AWO entschieden, das ist nicht rechtsstaatlich entschieden worden, das hat der OB Feldmann selbst entschieden. Das ist das Amtsverständnis eines sozialdemokratischen Oberbürgermeisters, meine Damen und Herren. Und das ist zu bemängeln, und das werden wir heute hier auch einmal sagen dürfen. Und deswegen gilt genau das, was ich auch in meiner letzten Rede gesagt habe. Die AWO-Mitarbeiterin, die AWO-Pflegerin. Herr Kollege Pentz, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Sehr gerne, Herr Präsident. Lassen Sie mich den letzten Satz sagen. Die AWO-Mitarbeiterin kann ihr Gewissen nicht freikaufen. Aber Ihr Oberbürgermeister scheint zu glauben, dass er sich sein Gewissen freikaufen kann. Vielen Dank, Herr Pentz. Herr Kollege Grumbach, wollen Sie erwidern? Also, Ihre Rede, glaube ich, hat Ihren eigenen Kriterien genügt, nämlich nicht über das Thema zu reden, sondern Wahlkampf zu machen. Ich will einfach nur zwei Dinge dazu sagen. Erstens, und da nehme ich mal wirklich die CDU, wer dann Abgeordnete, bevor hier auch noch Rednerpult gibt, ein Meme rausgibt, in dem steht, die SPD muss sich der Verantwortung im Abo-Skandal stellen und lückenlos aufklären und so weiter, nur so kann der Sozialverband wieder Vertrauen gewinnen, dann merkt man doch, es geht ihm gar nicht um den Verband.
Es geht ihm um eine Auseinandersetzung mit einer politischen Partei. Und ja, die Sozialdemokraten fühlen sich für die AWO besonders verantwortlich. So ist das, wenn man eine alte Tochter hat, die 100 Jahre alt wird. Und ja, die Sozialdemokraten haben mit Verlaub in beiden betroffenen AWO-Organisationen Druck aufgebaut, damit die Spitze geflogen ist, obwohl es Leute mit SPD-Parteibuch waren, und aufgeräumt wird. Da haben sie sich überhaupt nicht beteiligt, sondern es von außen kommentiert. Und mit Verlaub, diese ganze Debatte darüber, wer geht mit wem um, ich darf Sie mal daran erinnern, und jetzt komme ich wirklich auf die Frage, wie geht wer mit Leuten in Funktion um. Die Wiesbadener Sozialdemokraten haben es geschafft, einen Oberbürgermeister abzulösen, als klar war, dass bestimmte Dinge so nicht gehen. Das mit Verlaub wäre ein Beispiel, das ich mir bei vielen Funktionären auch der CDU gut hätte vorstellen können in der Vergangenheit. So, an der Stelle, wer im Glashaus sitzt, sollte die Steine besser einpacken. Danke, Herr Grumbach. Nächste Rednerin ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will als Vorbemerkung zu meiner Rede Folgendes sagen. Ich habe überhaupt keine Lust, hier einen verfrühten Kommunalwahlkampf aufzuwärmen, den Sie jetzt hier betreiben wollen. Und ich möchte bitten, doch, dass wir davon Abstand nehmen. Ich möchte eingangs noch einmal wiederholen, was ich zur Einordnung der AWO-Affäre bereits im Januar 2020 hier im Plenum gesagt habe. Die bei der AWO Frankfurt und Wiesbaden bekannt gewordenen Missstände haben zu Recht für Empörung gesorgt. Überdimensionierte Dienstwagen, Gehälter und Beraterverträge haben bei einem Sozialverband nichts zu suchen. Es ist auch deutlich geworden, dass es viel zu einfach war, die internen Bestimmungen zur Compliance zu umgehen oder auszuhebeln. Hier muss unweigerlich alles auf den Tisch. Die ersten personellen Konsequenzen sind zurechtgezogen worden. Weitere werden voraussichtlich folgen. Ohne eine Selbstreinigung, danke schön, darf es bei den beiden betroffenen AWO-Ortsvereinen nicht weitergehen. Ich begrüße vor diesem Hintergrund auch explizit die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die hoffentlich ihren Beitrag dazu leisten, die Missstände bei der AWO Wiesbaden und Frankfurt aufzuklären und abzustellen. Ich finde, an dieser Beschreibung hat sich im letzten halben Jahr nichts geändert. Dieser Prozess läuft voran, und ich habe keine Idee, wie Sie auf die Idee kommen, dass Sie mit Ihrem, und da meine ich die FDP, mit Ihrem inhaltsleeren Antrag für mehr Aufklärung und Schadensbegrenzung im Sinne des Steuerzahlers oder der Steuerzahlerin sorgen wollen. Ich habe wirklich nur die Idee, dass wir hier, die Kommunalwahl ist erst im März und die findet auch nicht unbedingt im Hessischen Landtag statt, dass wir hier Personenbashing und Kommunalpolitik miteinander vermischen. Weil es geht immer nur um Frankfurt, das verstehe ich überhaupt nicht. Wiesbaden wäre eigentlich genauso interessant zu betrachten. Aber anscheinend gibt es da nicht genügend Protagonisten, die da sich mit auseinandersetzen wollen. Ich finde also auch in Ihrem Antrag nicht wirklich einen Grund, dass wir hier in diesem Landtag heute noch einmal darüber reden sollen, weil ich nicht weiß, was es an neuen Erkenntnissen dazu gibt, außer dass wir beobachten können und sehen können und hören konnten auch noch einmal, dass die beiden betroffenen AWO-Verbände in Frankfurt und Wiesbaden aktuell gründlich aufräumen. Vorstände werden komplett ausgetauscht. Zahlreiche hauptamtliche Funktionsträgerinnen und Träger werden entlassen. Es laufen gegen diese Kündigungen teilweise Arbeitsgerichtsverfahren. Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt hat umfassende interne Prüfungen durchgeführt. Die Compliance-Regelungen werden neu gefasst, um solche Missstände künftig zu verhindern. Was ich noch nicht verstehe, es gibt ja gar keine nennenswerten Verträge der AWO mit dem Land Hessen. Und in der Regel sind die Vereinbarungen mit den Kommunen
über die Kommunen gelaufen. Das ist natürlich der Grund, dass sich das Land auch immer einen schlanken Fuß macht und mit der Kommunalisierung alles abgibt. Dann braucht es sich hinterher auch nicht mit den Konsequenzen zu beschäftigen. Es gibt persönliche und auch familiäre Verstrickungen einiger Politikerinnen. Auch hier laufen rechtliche Prüfungen, sei es durchs Innenministerium als Kommunalaufsicht oder in einem Fall auch durch den Präsidenten des Hessischen Landtags. Und da kann ich jetzt immer noch nicht den Skandal erkennen, der das Land betrifft. Ich denke, ein Skandal ist es auf jeden Fall. Es ist ein Skandal, der beurteilt und bewertet werden muss. Für mich gäbe es jetzt zwei Anknüpfungspunkte. Erstens hat die Kommunalaufsicht versagt und hätte sie frühzeitig intervenieren müssen. Diese Frage sollte tatsächlich untersucht werden. Inwiefern sind überhöhte Zuwendungen gezahlt worden? Wer muss darauf aufmerksam geworden sein? Da sind die kommunalen Politikerinnen vor Ort gefragt. Das ist natürlich auch noch einmal die Kommunalaufsicht an sich gefragt. Die Verträge, die abgeschlossen worden sind, die nichts oder die nichts von diesen Zuwendungen und Vereinbarungen gewusst haben wollen. Sicherlich muss man auch gerade in Frankfurt und Wiesbaden noch einmal schauen, welche Versäumnisse dort bei der dortigen Revision gibt. Aber ich muss ja sagen, dass der Skandal ja auch durch die Feststellung von Unregelmäßigkeiten durch die Stadt Frankfurt begann. Also ganz so schlimm, so blind waren die Prüfungen ja wohl auch nicht. Allerdings haben Sie in Ihrem Antrag auch die Kommunalaufsicht mit keinem Wort erwähnt und diese Verantwortung nicht gedacht. Das wäre wirklich die einzig wirklich spannende landespolitische Frage an dieser Stelle, über die wir diskutieren könnten. Viele dieser schockierenden Enthüllungen sind, wie zum Beispiel diese Dienstwagenregelungen, die ich wirklich persönlich ganz besonders negativ finde, sind wirklich auch AWO interna, wobei ich mich natürlich schon frage, und das ist für mich auch entscheidend, wie konnte es bei der AWO dazu kommen, dass so viel Geld in monströse Gehälter und monströse Dienstwagen geflossen werden soll. Das Geld muss ja irgendwo hergekommen sein. Das muss ja den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit fehlen, und das muss auch der ehrenamtlichen Arbeit fehlen. Und da geht meine Sorge am ehesten dahin. Diejenigen, die ordentlich ihre Arbeit gemacht haben und die sie weitermachen wollen, auch im Dienste der Klientinnen und Klienten, der Menschen, die sie betreuen, und eher zu wenig Geld dafür gesehen haben, was mit denen passiert. Das ist eigentlich mein Interesse, und da sollte auch das Aufklärungsinteresse am stärksten hingehen. Und gerade diejenigen, die unermüdlich mit der AWO im Interesse der Seniorinnen und Senioren, der Menschen mit Beeinträchtigungen, Kindern unterwegs waren und denen, gerade auch den Ehrenamtlichen, die Gelder und zukünftig auch einiges an Spendeneinnahmen fehlen werden. Das ist eigentlich unser Blickwinkel, auf den wir hingucken sollten. Und da finde ich es natürlich besonders perfide, wenn solche Bemerkungen von ganz rechts außen kommen und so getan wird, als hier ein neues Feld aufgemacht worden ist und dass wir nur Interesse hatten, die Flüchtlinge in dieses Land hineinzuholen, damit Menschen hier eine Möglichkeit haben, groß Geld zu machen. Also wenn ich so sehe, wie viele Menschen in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, unter welchen Bedingungen sie in der Flüchtlingsarbeit, wie viele Leute ehrenamtlich tätig sind und wie wenige davon Geld gemacht haben. Ich sage Ihnen, wer Geld gemacht hat. Das sind die Vermieter und Vermieterinnen von Flüchtlingsunterkünften, die auf der Not der Menschen. Und das waren nicht die bei der AWO. Da können Sie aber ganz sicher sein. Der zweite Anknüpfungspunkt, den ich sehe, ist ein Abgeordneter des Hessischen Landtags, der vor seinem Amtsantritt Geschäftsführer bei einer AWO-Tochter war, wo es Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll, weshalb auch der Landtagspräsident diese möglichen falschen Angaben gegenüber dem Hessischen Landtag prüft. Ich kann Ihnen ja vorstellen, Herr Pürsün, und nachvollziehen, dass es Ihnen auch Freude bereitet, hier eine Privatfehde mit dem Kollegen Burcu auszufehden. Und ich sage noch ein Wort dazu. Ich kann es nicht gut nachvollziehen, allerdings, dass es immer Fäden zwischen Männern in der Sozialpolitik gibt. Machen Sie sich mal dazu Gedanken, ob das immer nur was mit den Inhalten zu tun hat oder ob das auch mit Ihrer persönlichen Präsentation und Performance was zu tun hat. Und da meine ich nicht nur Sie, da meine ich mehrere, die hier eine Rolle spielen.
Aber ich denke auch, und ich denke auch, dass Herr Burczuk sicher noch mehr zu seiner, dass seine Verteidigungsstrategie da nicht, die ich nicht als dienlich finde und nicht der Aufklärung als dienlich finde. Und es würde Ihnen sicher mehr besser zu Gesicht stehen, über die eigenen Versäumnisse zu reflektieren und das auch deutlich zu machen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die auch öffentlich wahrnehmbar und erkennbar sind. Und ich erwarte vor allem von Seiten des Landtags eine schonungslose Aufarbeitung dieser Angelegenheit. Aber bei allem Verständnis, es reicht nicht aus, bei einer so simplen Skandalisierung zu verharren, wie wir sie heute erleben. Wenn ich mir jetzt Ihren Antrag angucke, dann ist darüber hinaus gar keine hingehende Substanz. Der Antrag der FDP ist der reinste Wackelpudding. Sie reden von lückenloser Aufklärung und unbeantworteten Fragen. Ich weiß jetzt aktuell natürlich nicht, welche Fragen Ihnen die Landesregierung schuldig geblieben ist. Ich wäre froh, wenn meine kleinen Anfragen und Berichtsanträge so ausführlich beantwortet worden wären, wie sie in diesem Fall sind. Und Sie fordern die Landesregierung auf, veruntreute Mittel zurückzuholen, dann müssen Sie schon sagen, um welche Mittel es auch geht, oder müssen zumindest Hinweise geben. Mir sind sie nicht bekannt, aber ich bin natürlich gerne bereit, wenn Sie der Meinung sind, dass es da Lücken gibt, das auch mit nachzuvollziehen. Und die Kommunalaufsicht, wie gesagt, taucht in Ihrem Antrag nicht einmal auf. Das Einzige, das in Ihrem Antrag neben den allgemeinen Erkenntnissen bietet, wie Sie ja die Fraktion ja bereits im Januar abgegeben haben, ist der kaum versteckte Angriff auf den Kollegen Burczuk. Das ist aber unabhängig von meiner persönlichen Einschätzung zu wenig, um diesem Antrag zuzustimmen. Ich bedanke mich. Oh Mann, das war eine Punktlandung. Punktlandung. In der Tat. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Für die Landesregierung spricht der Sozialminister, Kollege Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben ja in der Tat, es ist gesagt worden, Ende Januar über das Thema auch bereits debattiert. Und es ist weiterhin so, und ich habe das damals auch gesagt, es sind schwere Vorwürfe, die im Raum stehen, und es sind schwere Vorwürfe, die vollständig aufgeklärt werden müssen. Es sind Vorwürfe gegenüber Funktionärinnen und Funktionären der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, der Arbeiterwohlfahrt, der AWO Hessen Süd, aber auch gegenüber einiger ihrer Tochtergesellschaften. Und die Vorwürfe, die von strafrechtlicher Relevanz sind, müssen von den Ermittlungsbehörden und den Gerichten, das ist deren Aufgabe, aufgeklärt werden. Das geschieht auch, und deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft seit Bekanntwerden des ersten Verdachts. Wir als Landesregierung haben großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden. Wir sind sicher, dass sie die strafrechtlich relevanten Ergebnisse der gerichtlichen Beurteilung überstellen. Dann wird die Justiz Verfahren einleiten. Sie wird gegebenenfalls Anklage erheben, und sie wird Urteile sprechen. Und genauso gehört das im Rechtsstaat. Jede Ebene des Staates verfolgt und erledigt ihre Aufgaben eigenständig. Das war und ist der verfassungsrechtliche Sinn der Gewaltenteilung. Und da kommt der Justiz für die Einhaltung unserer Regeln besondere Bedeutung zu. So auch hier, in dem Fall, über den wir sprechen. Laufende Ermittlungsverfahren sind Sache der Ermittlungsbehörden und der Justiz. Und ich muss darüber hinaus noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns vollständig im originären Bereich der kommunalen Selbstverwaltung bewegen. Die AWO ist ja selbst eher kleinteilig organisiert. Sie organisiert sich in Orts- und Kreisverbänden über ganz Hessen verteilt. Und diese kleinen Gliederungen schließen dann mit den Leistungsträgern vor Ort, also den Städten und Gemeinden oder auch den Landkreisen, Vereinbarungen darüber, welche sozialen Dienstleistungen sie für diese erbringen oder anbieten. Und natürlich unterscheidet sich das auch von Ort zu Ort. Und damit es auch noch einmal klar gesagt ist, die Hessische Landesregierung ist in keiner Weise in diese Vertragsverhandlungen eingebunden, welche Leistungsverträge Städte, Gemeinden und Kreise mit wem abschließen, wird nicht durch die Landesregierung vorgegeben, denn wir achten das Prinzip der kommunalen
Selbstverwaltung. Und genau dieses garantierte Recht der Kommunen umfasst dann eben auch die Freiheit, Verträge eigenständig auszuhandeln und abzuschließen. Das ist übrigens auch sinnvoll so, weil man vor Ort natürlich am besten weiß, welche Leistungen zur Daseinsvorsorge benötigt werden. Und im Übrigen wäre alles andere auch überhaupt nicht praktikabel, wenn Sie einmal darüber nachdenken, wie viele Leistungsverträge die 422 hessischen Gebietskörperschaften mit sozialen Dienstleistern abschließen. Das sind ja viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch hier im Raum. Und meine Damen und Herren, so wie ich es im Januar auch schon gesagt habe, will ich es auch noch einmal wiederholen. Der gesamte Vorgang um die Geschehnisse bei der AWO ist ganz, ganz bitter für die Soziallandschaft in Hessen, und er hat bereits großen Flurschaden verursacht. Besonders bitter ist er für alle anständigen AWO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag wertvolle Arbeit in den zahlreichen Kindertagesstätten oder Altenheimen der AWO in Hessen verrichten, wie auch für die vielen unbescholtenen Ehrenamtlichen, die sich in der Arbeiterwohlfahrt engagieren. Sie alle, wie alle Mitglieder von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, leisten einen kaum zu überschätzenden Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft in unserem Land. Die vielen, vielen ehrenamtlich Engagierten, auch die der AWO, ergänzen mit ihrer karitativen Arbeit die wichtigen sozialen Aufgaben des Staates. Und deshalb geht es mir besonders um Sie. Besonders Sie haben mehr als verdient, dass das erschütterte Vertrauen wiedergewonnen wird. Sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Gemeinschaft, und Sie tragen zu Wohlstand und Zusammenhalt in Hessen bei. Und ohne Sie alle, ohne all diese Engagierten in der freien Wohlfahrtspflege, könnte die soziale Infrastruktur in Hessen überhaupt nicht sichergestellt werden. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch ausdrücklich Danke für dieses außerordentliche Engagement sagen. Und nochmal, Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für diese Arbeit. Und um dieses Vertrauen zu stärken, beschäftigen wir uns in Hessen bereits seit Längerem mit der Frage, wie mehr Transparenz in der freien Wohlfahrtspflege geschaffen werden kann. Und da war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg der Abschluss im Jahr 2016, der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und der Liga der freien Wohlfahrtspflege. Und auf der Grundlage dieses Abschlusses kann der Landesrechnungshof die Bücher der Destinatäre auch darauf prüfen, ob die Gelder, die sie nach dem Hessischen Glücksspielgesetz erhalten, zweckgemäß verwendet worden sind. Dazu gehören dann auch jährliche Berichtspflichten, und das war ein erster wichtiger Baustein. Und auch unser Haushaltsrecht schafft ja Transparenz, beispielsweise durch die Pflicht, die Verwendung von Fördermitteln zu dokumentieren. Das reicht aber nicht. Und so selbstverständlich wie legitim sind natürlich auch die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Sie wollen erfahren, und sie haben ein Recht darauf, zu erfahren, was mit diesen öffentlichen Mitteln geschieht. Und um auch hier Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen, wollen wir an der Transparenzdatenbank arbeiten, weil das doch auch der freien Wohlfahrtspflege völlig klar ist. Die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die Arbeit gemeinnütziger Organisationen mit Spenden oder Dienstleistungen zu unterstützen, die hängt ganz entscheidend davon ab, dass sie der Arbeit der Projekte, der Organisationen und Fachkräfte dann auch vertrauen können. Und um die Ziele, die Arbeitsweisen und die Finanzdaten transparent zu machen und solches Vertrauen zu schaffen, verfolgen wir eine Transparenzstrategie, gerade auch im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und übrigens gemeinsam mit ihr, weil sie weiß, dass es ihr nützt, und unabhängig von den Vorgängen bei der Arbeit der Wohlfahrt, aber angesichts dieser Vorgänge natürlich ganz besonders. Und deshalb lasse ich zurzeit prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen wir eine Transparenz- und Zuwendungsdatenbank für diesen Bereich errichten können. Ich bin ganz sicher, dass eine solche öffentlich zugängliche Datenbank dazu beiträgt,
mehr öffentliche Transparenz über alle in der sozialen Arbeit tätigen gemeinnützigen Organisationen zu schaffen. Wie gesagt, das liegt auch in deren eigenem Interesse, und dazu gibt es und gab es bereits Gespräche, natürlich auch mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege. Und lassen Sie mich abschließend noch eine wichtige und ganz aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 20. August 2020 zitieren, die, wie ich glaube, auch von weitreichender Bedeutung für die Besteuerung gemeinnütziger Körperschaften sein wird. Zitat: Gewährt eine gemeinnützige und damit steuerlich bevorteilte Körperschaft ihrem Geschäftsführer unverhältnismäßig hohe Vergütungen, liegen sogenannte Mittelfehlverwendungen vor, die zum Entzug der Gemeinnützigkeit führen können. Auch hier wurde ein eindeutiges Zeichen gesetzt, und ich bin sicher, es wird seine Wirkung nicht verfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde hat sich gemeldet der Kollege Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP hat den Antrag gestellt mit dem Titel „AWO-Skandal aufklären, Konsequenzen ziehen, Vertrauen schaffen“. Und fünf Fraktionen und der zuständige Sozialminister haben am Thema vorbeigesprochen. Ich will zu den einzelnen Aussagen der Kollegen hier etwas sagen. Erst einmal zum Zeitpunkt. Wir sind an dem AWO-Skandal dran seit dem 13. November 2019. Ununterbrochen bis heute und egal wie lange es dauert, auch weiterhin. Wenn hier irgendein Bezug zur Kommunalwahl hergestellt wird, kann ich nur sagen, meine Erwartung war, dass am 13. November alle Leute, die damit befasst sind, egal ob sie parteilos sind, ob sie in der einen, in der anderen, in dieser oder in dieser Partei sind, einfach alles auf den Tisch legen, uns informieren darüber, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben, und dann wäre in derselben Woche der AWO-Skandal aufgeklärt gewesen. Aber die Personen schweigen weiterhin. Zum Kollegen Grumbach: Was Sie hier gesagt haben, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Es ist so peinlich, dass ich nicht darauf eingehen will. Einen Satz will ich nur zitieren. Sie haben gesagt, einen Wohlfahrtsverband, den kann der Staat doch nicht kontrollieren. Also, ich sehe hier eine Reaktion beim Landesfinanzminister. Wir bauen darauf, dass der Staat immer all das kontrolliert, wo es staatliche Zuschüsse gibt. Er nickt einigermaßen so, aber ich freue mich. Zwei Redner haben hier gesagt, wir hätten anscheinend irgendwas nicht zur Kenntnis genommen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir nehmen alles zur Kenntnis, viel mehr als einigen recht ist. Ich habe zum Beispiel auch die Wortprotokolle hier im Plenum seit 1974 gelesen. Da war der AWO-Skandal öfters mal hier drin. Zum Kollegen Pentz kann ich sagen, sollte er vielleicht auch noch einmal nachlesen. Da wurde an dieser Stelle öfter der CDU vorgeworfen, das ist immer parteipolitisch auszuschlachten, hat dann nie damit Erfolg gehabt, würde Ihnen vorschlagen, nicht so sehr aufs Parteibuch zu schauen oder nicht nur auf das eine Parteibuch zu schauen, sondern alle gleich zu behandeln und wer einen Anteil am Skandal hat, den auch anzusprechen. Zur Linken. AWO, Altenhilfezentren. Die haben das Geld bekommen, verhandelt die Entgelte für Tarifverträge. Für den Tarif. Und Sie haben es nicht bezahlt. Sie haben die Menschen unter Tarif bezahlt. Und mit diesem Geld haben Sie anderen Personen, denen es nicht zustand, viel zu hohe Geschäftsführergehälter bezahlt. Das ist asozial. Und deswegen müsste DIE LINKE auch ganz vorne dabei sein bei diesem AWO-Skandal und es kritisieren. Der Kollege Pentz hat gesagt, der gläserne Oberbürgermeister, ab Oktober öffnet er seinen Kalender. Heute ist auf der Tagesordnung der Antrag der FDP, dass er seinen Kalender offenlegt für die AWO-Zeit, die AWO-Termine.
Und genau diesen Antrag hat CDU, Grün, SPD heute abgelehnt. Hört, hört, ja. Nein, nein, keine Angst. Dann zu dem Antrag der Koalition, der nichtssagend ist. Da wird die Landesebene komplett weggelassen. Also alle anderen sollen irgendwas machen, aber die Landesebene nicht. Dabei haben wir die Zuständigkeit eines Finanzministers, einer Justizministerin, eines Innenministers, eines Sozialministers. Und wir haben bislang 4 dringliche Berichtsanträge gestellt. Und wir haben bei dem einen, der geschätzte frühere Kollege Schäfer, der hat ganz deutlich zwischen den Zeilen Signale ausgesendet. Die Enttäuschungsantwort kam vom Sozialminister. Ihm ist der AWO-Skandal es nicht mal wert gewesen, im Vereinsregister nachzuschauen, als er unseren dringlichen Berichtsantrag beantwortet hat. Aber keine Angst, ich war da, ich habe mir die Unterlagen besorgt. Die Grünen sprechen hier von einem Transparenzregister. Fangen Sie doch einfach mal an, selbst für Transparenz zu sorgen. Ich habe es mehrfach gefordert. Machen Sie es einfach mal. Dann zum Kollegen Bockler. Der hat die gleiche Rede gehalten wie im Januar. Er sagt, wartet doch auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Heißt das, dass die Grünen sich nie wieder politisch äußern werden, bevor es ein Gerichtsurteil gibt in irgendeiner Frage? Herr Kollege Pürsün, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Die Frankfurter Grünen glauben nicht, was die Grünen hier im Landtag sagen. Sie hinterfragen die Themen, die ich heute angesprochen habe, rund um den Kollegen. Und einen letzten Satz noch. Kollege Bocklet sprach von der innerverbandlichen Aufklärung innerhalb der AWO. Wenn er einmal die Zeitung gelesen hätte, die AWO Wiesbaden bestätigt, dass sie nicht wissen, welche Tätigkeit für dieses Gehalt stattgefunden haben soll. Die AWO Wiesbaden weiß nichts von Tätigkeiten dieser GmbH und die Stadt Wiesbaden auch nicht. Das sind Fakten, die schon aufgedeckt wurden, und das kann man einfach nicht leugnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Weitere Wortmeldungen liegen mir jedenfalls diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Ich gehe davon aus, dass wir die 3 Anträge in den SIA überweisen. Ja, machen wir so. Okay, alles klar. Gut. Dann darf ich Ihnen mitteilen, dass an Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, von Bündnis 90 die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten zu Top 77. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung betreffend hessisches Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts Drucksache 20/34/45 zu Drucksache 20/23/56. Rufen wir dann nachher bei den Abstimmungen entsprechend auf.